Entscheidung. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Pflegevolksbegehren für rechtlich unzulässig erklärt. Die Initiatoren des Volksbegehrens, darunter Politiker, Pfleger, Ärzte und Juristen, hatten nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Sie fordern mehr Pflegepersonal und einen festen Personalpatientenschlüssel. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnt das Volksbegehren ab, da die gesetzlichen Vorgaben nicht gegeben seien. Neben den rein formalen Fragen, die jetzt hier im Vordergrund standen, hat sich inhaltlich auf der Bundesebene ja bereits etwas getan. Ist einfach auch inhaltlich überholt worden ein Stück weit, wenn man weiß, dass zum 01.01.2019 das Pflegepersonalstärkungsgesetz des Bundes in Kraft getreten ist. Damit sollen Pflegebedürftige mehr unterstützt und die Pflegekräfte entlastet werden.